Wo ihr Pferdenerds, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Serenity Check. Ihr habt mir wirklich viele Vorschläge unten in die Kommentare reingeschrieben von der letzten Folge. Da hieß es noch Top oder Flop. Und der Name hat mir mit am besten gefallen und deswegen gibt es jetzt diesen Titel. Vielen Dank für den Vorschlag. Ich habe ja in den letzten Wochen viel Bodenarbeit gemacht und sehr viel am Kappzaun gearbeitet. Und das habe ich euch auch auf Instagram gepostet mit vielen verschiedenen Bildern. Und es kamen so viele Anfragen, ob ich nicht mal was über meinen Kappzaun erzählen kann, den ich aktuell benutze. Und deswegen geht es heute um die Kappzäume. Ich habe nämlich zwei Stück und ich kann euch jetzt erzählen, was ich bei denen gut oder auch weniger gut finde. Los geht's! Wir fangen erstmal mit meinem ersten Kappzaum an, den ich hatte. Den habe ich mir besorgt, als ich mit der Equikinetik angefangen habe. Es handelt sich hierbei um den Isländer Kappzaum von Krämer. Tür oder so ähnlich heißt der. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie man das richtig ausspricht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Der besteht aus relativ dünnen Riemen. Ich neige mich hier mal zur Seite, damit ihr das sehen könnt. Die Riemen sind ziemlich schmal, aber dafür recht dick, was ich in der Handhabung ein bisschen fummelig fand. Aber okay. An sich ist er aufgebaut wie ein ganz normales Kopfstück und hat hier eben statt einem Kehlriemen diesen typischen, Ganaschenriemen, könnte man sagen. Was ich hier echt ein bisschen unpraktisch finde an der Stelle, ist, dass der hier so runterrutschen kann. Und eigentlich ist der hier oben unter anderem noch mit eingebaut gewesen. Aber das funktionierte leider nicht, weil ich selbst diesen Isländer Kappzaum für Chico, naja, bis ins höchste Loch, oder ich weiß gar nicht, ob ich hier sogar noch ein Loch reinmachen musste. Das kann ich euch nicht mehr sagen, aber wirklich kurz einstellen musste, damit er einigermaßen passt. Und deswegen konnte ich den hier oben nicht einschnallen. Es hat trotzdem immer gut gehalten in der Arbeit, also ich kann jetzt nicht darüber meckern, wirklich. Es war bloß etwas, es rutscht halt leider ein bisschen runter. So, zu dem eigentlichen Kappzaum, sage ich jetzt mal, ist es so, dass wir hier ein starkes Lederstück haben und innen drin ist eine Kette, sodass es sehr biegsam ist, allerdings auch sehr nachgiebig. Also ihr seht, man kann das recht bequem biegen und ich finde, in der Arbeit hat es dann den Nachteil, dass es dann doch verrutscht ist. Also gerade bei der Arbeit zum führenden Stellung und solche Sachen, wo sich Chico am Anfang noch schwer getan hat, da verrutscht er dann doch leider und man kann ihn ja auch nicht unendlich festziehen. Die sollen ja trotzdem noch atmen und kauen und so weiter können. Ja, ansonsten ist er wirklich sehr gut verarbeitet. Das ist gutes, hochwertiges Leder. Ein bisschen schade fand ich, dass jetzt, ich habe den jetzt, glaube ich, 2 Jahre, dass es hier schon angefangen hat, so aufzuplatzen und zu rosten. Aber okay, für den Preis, ich habe damals, glaube ich, war der halt neu auf dem Markt, glaube ich, 50 € bezahlt. Jetzt kommt der 35 und ich finde, wenn man damit anfängt und halt auch ein Pferd hat mit so einem relativ kleinen Kopf, ist der vielleicht zum Ausprobieren erstmal gar nicht so schlecht. Auf Dauer fand ich ihn dann doch nicht so optimal. Also wenn man damit dann wirklich weitermachen will, sollte man sich vielleicht dann doch nochmal einen anderen Kappzaum holen. Aber ich finde, gerade so am Anfang zum Ausprobieren ist es eine gute Wahl, da es auch nicht so teuer ist. Kommen wir jetzt also zu dem Kappzaum, nach dem so viele gefragt haben. Und zwar dieser hier. Ja, das ist eigentlich kein Kappzaum in dem Sinne. Das sind nämlich zwei Teile. Und zwar ist das hier das Contour Physio Kopfstück. Das hat hier oben nämlich so eine schöne Aussparung, also ein bisschen ergonomisch geformt, sich dem Kopf anpassend. Das Material ist wunderschönes, weiches Leder. Gerade hier am Stirnriemen und hier am Nacken ist es mit so einem speziellen Softleder nochmal unterlegt. Hier hinten ist es meiner Meinung nach besser aufgebaut als bei dem anderen. Nämlich ist hier nochmal wirklich ein extra Stück, wo dieser Ganaschenriemen dann durchkommt und der kann hier halt nicht runterfallen oder so. Und das hier ist das Shape-In Cavasson oder so ähnlich. Ich kann kein Französisch. Bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch ausspreche. Hier ist keine Kette drin, sondern ein Draht. Der ist recht biegsam, aber doch sehr stabil, also nicht ganz so wabberig und ich kriege den hier auch nicht so gut umgebogen.
Er ist auch noch nicht so richtig eingearbeitet, weil ich das Cover Song noch gar nicht so lange habe. Aber der gefällt mir wirklich besser, weil er breiter ist und wirklich stabiler auf der Nase sitzt. Im Gegensatz zu dem Isländer Cup Zaum hier, also hier seht ihr, dass die Ringe ja so abstehen und die hängen halt so runter. Was man jetzt besser findet, ist, denke ich mal, irgendwo Geschmackssache. Ich komme mit beiden gut klar, kann mich da also nicht beschweren. Was ich bei beiden auch sehr gut finde, ist eben, dass hier kein schweres Metall an der Nase dran hängt, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass die Pferde dann hauptsächlich damit beschäftigt sind, ihren Kopf zu tragen. Und die wirklich beide sehr leicht sind, wobei der von Barefoot schwerer ist. Also wenn ihr Pferde habt, die Schwierigkeiten haben damit, dann ist vielleicht so ein leichterer dann eine bessere Idee. Was bei Barefoot wirklich schwierig ist, und ich bin mir auch echt immer noch nicht sicher, was ich davon halten soll, ist die Größe. Ich habe jetzt das Kopfstück in Vollblut und muss es echt, also ihr seht es hier, wirklich bis nach ganz nach oben schnallen. Und ich glaube, ich habe hier auch echt wieder Löcher dazu reingemacht und hier auch im allerletzten Loch, also zur größten Not, würde es vielleicht noch eins höher gehen, aber schwierig irgendwie, das Ganze. Und ich habe mir dann, weil ich mich hiermit schon so rumgequält habe mit dem Kopfstück, das dann in Pony geholt und da habe ich es im ersten Loch. Also hier dann, so drin. Und ich dachte mir dann so, na gut, wenn sich das halt dann noch formt und so weiter, das muss ich auch noch ein bisschen besser anpassen, dann passt es ja dann vielleicht auch wiederum besser, aber ich weiß auch nicht so richtig, was ich von der Größe halten soll. Im Zweifel bestellt ihr vielleicht dann lieber einfach Pony und Vollblut und guckt dann, was eurem Pferd passt. Also da weiß ich auch nicht so richtig, was Barefoot macht. Normalerweise habe ich wirklich gar kein Problem mit Vollblutgrößen bei Chico, aber ja, hier war es irgendwie echt schwierig. Keine Ahnung. Das Coole an der ganzen Sache ist, und das mache ich auch tatsächlich, man kann also dieses Cover-Song hier abmachen. Zack. Und dann schneide ich hier dann einfach meine gebisslose Zäumung wieder rein. Die habe ich auch von Barefoot, aber darüber mache ich dann mal ein extra Video über meine ganzen Zäumungen und Erfahrungen dazu. Das wird wahrscheinlich etwas länger, aber dann muss ich da nicht nochmal extra auf die Qualität von Barefoot eingehen an sich. Weil das Leder ist wirklich schön, die Stallen sind gut, es läuft nichts an. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Allerdings hat das Ganze natürlich auch seinen Preis. Das Kopfstück selber kostet 80 Euro, also 79,95. Und das Cover-Song selber kostet nochmal 50 Euro. Also seid ihr insgesamt bei der Ausstattung bei 130 Euro. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als das hier mit seinen etwa 35 Euro aktuell. Also dazu würde ich dann greifen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das weitermachen wollt mit der Cup-Zaum-Arbeit. Oder vielleicht sogar, wenn ihr sagt, ihr habt noch gar keine Kopfstücke und ihr wollt dann noch gebisslos reiten. Oder man kann hier auch Gebisse reinschnallen und ihr wollt vielleicht dann einfach so ein All-in-One haben oder sowas. Dafür finde ich es auch gar nicht so eine schlechte Idee. Es lässt sich auch gut rausschnallen. Also da habe ich gedacht, das wäre vielleicht fummeliger, aber das geht eigentlich. Ist aber da wahrscheinlich auch Geschmackssache, wer das alles so machen möchte oder auch nicht. Hey und willkommen auf der Endcard. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so für Cup-Zäume benutzt und was ihr an denen gut oder vielleicht weniger gut findet. Oder kennt ihr die beiden vielleicht sogar? Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn ihr mehr solche Check-Videos sehen wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch so interessiert. Hier drüben könnt ihr meine letzten beiden Videos finden und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!